Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen da draußen. Und um euch jetzt euren Morgen noch ein bisschen zu versüßen, werde ich hier und heute in diesem Video eine neue kleine Serie starten, die ihr euch doch schon seit längerem hier auf meinem Kanal gewünscht habt. Und zwar werde ich euch jetzt hier in diesem Video die besten Outfit-Glitches zeigen, die es derzeit in GTA Online gibt. Und nicht nur in diesem Video, auch noch in ein paar weiteren Videos. Ich weiß nicht, wie lange diese kleine Serie hier gehen wird, Freunde, aber ich werde diese Serie so lange am Leben halten, wie es denn nur geht, beziehungsweise bis ich jeden funktionierenden Outfit-Glitch, den es in GTA Online gibt, euch gezeigt habe. Ich werde euch in diesem Video auf jeden Fall mehrere kleinere Outfit-Glitches zeigen, aus denen ihr euch dann ein richtig krasses Outfit zusammenstellen könnt. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie ihr ein komplett fertiges Outfit euch erstellen könnt. Da liegt auf jeden Fall die Fantasie bei euch. Lasst da eurer Fantasie auf jeden Fall freien Lauf. Ich zeige euch einfach nur in diesem Video schon einmal den ersten Teil dieser Serie, also die ersten Outfit-Glitches in GTA Online. Ich denke mal, wenn euch das Ganze gefällt, werde ich dann in den nächsten Tagen direkt auch schon den zweiten Teil hier von dieser Serie für euch hochladen, und das geht dann halt eben so lange, bis es keine Outfit-Glitches mehr gibt, die ich euch dann noch nicht gezeigt habe. Freunde, wenn euch das gefällt, dann zeigt es mir an dieser Stelle auf jeden Fall schon jetzt einmal mit einem Daumen nach oben, damit ich auch wirklich Bescheid weiß, dass ihr weitere Outfit-Glitches in GTA Online sehen wollt, und teilt das Video auf jeden Fall auch mit euren Freunden da draußen, damit die sich auch richtig frische Outfits in GTA Online erstellen können. Freunde, wenn irgendein Outfit-Glitch in diesem Video jetzt hier noch nicht dabei ist, den ihr gerne sehen wollt, dann schreibt es mir unten mal in die Kommentare, und dann kann ich dazu dann halt auch im nächsten Video diesen Outfit-Glitch dann halt da mit reinpacken, weil ich habe jetzt hier erstmal ein paar Outfit-Glitches hier aufgenommen, die ich auf jeden Fall echt cool fand, wo ich mir gedacht habe, die müsst ihr auf jeden Fall kennen. Aber ich will jetzt auch nicht groß um den heißen Brei reden. Freunde, fangen wir jetzt direkt mit dem ersten Outfit-Glitch an, also let's go. Outfit-Glitch, den ich euch jetzt nur in diesem Video zeigen werde, könnt ihr euch jetzt nun den Schlauch vom Fliegeranzug auf jedes andere x-beliebige Outfit rüber kopieren und dieses ganz einfach abspeichern. Und dafür benötigt ihr zunächst einmal ein bereits vorher abgespeichertes Outfit, auf dem der Schlauch hinterher drauf kommen soll. Habt ihr nun so ein Outfit abgespeichert, dann geht ihr einfach in irgendeinen Bekleidungsladen, Freunde, und dann zieht ihr euch dort an der Kasse einfach einen Fliegeranzug an. Ich nehme einfach hier den hellen Fliegeranzug. Und dann geht ihr hin, wenn ihr diesen Anzug angezogen habt, und dann begebt ihr euch ganz einfach zum Stripclub. Ich denke mal, jeder von euch weiß, wo auf der Map der Stripclub ist, und deshalb zeige ich euch hier an dieser Stelle jetzt auch nicht die Kartenlocation vom Stripclub. Okay, seid ihr nun am Stripclub angekommen, dann öffnet ihr nun euer Interaktionsmenü, bevor ihr den Stripclub betretet. Und dann geht ihr auf die Kategorie Stil und dann wählt ihr dort schon mal das Outfit aus, wo hinterher dann halt der Schlauch vom Fliegeranzug draufkommen soll. Aber ihr bestätigt das Ganze jetzt noch nicht, dass ihr das Outfit anzieht, sondern ihr geht nur schon mal mit dem Cursor drauf. Okay, habt ihr das jetzt nun gemacht, dann betretet ihr jetzt nun ganz einfach mit dem Fliegeranzug zusammen den Stripclub. Seid ihr nun im Stripclub angekommen, dann zieht ihr euch jetzt nun direkt euer Wunschoutfit an und dann geht ihr einfach wieder hin und dann verlasst ihr einfach wieder den Stripclub. Und wenn ihr jetzt nun draußen angekommen seid, werdet ihr jetzt nun merken, dass ihr jetzt nun auf diesem Outfit den Schlauch vom Fliegeranzug drauf habt. Und nun müsst ihr einfach über die Straße laufen, denn dort ist direkt dann ein Bekleidungsladen, und dann könnt ihr dieses Outfit dort einfach an der Kasse im Bekleidungsladen abspeichern. Aber wichtig, Freunde, steigt jetzt an dieser Stelle in kein Auto oder so, weil wenn ihr jetzt in ein Auto steigt, um rüber zum Bekleidungsladen zu fahren, dann kann es sein, dass der Schlauch vom Fliegeranzug jetzt auf diesem Outfit verschwinden würde. Und deshalb lauft wirklich zu Fuß rüber zum Bekleidungsladen und speichert das Ganze dann dort drüben ab. Und dann habt ihr dieses Outfit auch jetzt auch schon fertig abgespeichert. Es kann sein, dass nachdem ihr es gespeichert habt, dass der Fliegeranzugsschlauch dort auf eurem Outfit verschwindet. Aber ihr könnt dann ganz einfach das Outfit über euer Interaktionsmenü wieder anziehen. Und dann werdet ihr merken, dass der Schlauch vom Fliegeranzug jetzt nun auf eurem Outfit wieder drauf ist.
Der zweite Glitch, den ich euch jetzt zeigen möchte, ist ein richtiger Oldschool-Glitch, den ich vor mehr als 3 Jahren selber mal herausgefunden habe, der aber noch bis heute immer noch in GTA Online funktioniert. Und zwar, wie ihr T-Shirts in anderen Farben bekommen könnt, beziehungsweise wie ihr Logos von anderen T-Shirts auf andere T-Shirts drauf bekommen könnt. Ich werde mich auf jeden Fall in diesem Video diesen Pogo-Affen hier auf ein gelbes T-Shirt draufglitchen, weil dieses T-Shirt gibt es ja normal nur in Blau. Aber ich finde, in Gelb sieht das Ganze noch ein bisschen fresher aus. Freunde. Und wenn ihr jetzt auch diesen Glitch machen wollt, Freunde, dann solltet ihr als erstes mal in euer Apartment gehen und dann geht ihr nun in euren Kleiderschrank und dann geht ihr in die Kategorie Oberteile und dann zieht ihr euch dort ein T-Shirt an, welches auf dem hinterher euer Wunschlogo drauf soll. Also ich ziehe mir hier in diesem Beispiel dieses gelbe T-Shirt mit der Sonnenbrille drauf an und wenn ihr nun auch so ein T-Shirt angezogen habt, dann verlasst ihr ganz einfach den Kleiderschrank und dann müsst ihr jetzt einen Speicherpunkt an dieser Stelle einmal erzeugen. Das bedeutet, dass unten rechts einmal die orangene Ladeschnecke erscheinen muss, das GTA auch gespeichert hat, dass ihr jetzt nun an dieser Stelle hier was gespeichert habt, Freunde, dass ihr hier was verändert habt. Und dafür geht ihr am besten in euer Interaktionsmenü und dann verändert ihr was an dem Outfit. Zieht am besten eine Kette an oder wechselt die Ohrringe oder zieht euch eine andere Brille an. Und wenn ihr das dann gemacht habt und die Ladeschnecke dann kam, dann geht ihr erneut in den Kleiderschrank und dann geht ihr dann auf das Outfit drauf, von dem ihr das Logo auf das andere T-Shirt rüber kopieren wollt. Ich nehme ja hier in diesem Beispiel hier das blaue T-Shirt mit dem Pogo Weltraumaffen drauf und wichtig ist jetzt an dieser Stelle, dass ihr hier das T-Shirt nicht bestätigt. Also ihr bleibt einfach mit dem Cursor auf diesem T-Shirt drauf und dann geht ihr ganz einfach, wenn ihr hier mit dem Cursor drauf seid, in euer Dashboard, also ich hier in meinem Beispiel ins PSN, ich gehe dann hier ganz einfach in eine Community und dann sucht ihr euch in eurem Dashboard irgendeinen Spieler raus, den ihr ganz einfach nachjoint. Ihr bekommt dann in GTA eine Meldung, ob ihr dieser Person wirklich nachjoinen wollt und diese Meldung bestätigt ihr dann ganz einfach und dann wartet ihr ab, bis ihr in der Lobby von dieser Person angekommen seid, der ihr gerade nachgejoint habt. Und wenn ihr jetzt nun, wie ich hier in dieser Lobby angekommen seid, dann werdet ihr jetzt nun merken, dass ihr jetzt immer noch das alte T-Shirt anhabt, aber das Logo von dem T-Shirt, auf dem ihr jetzt gerade drauf wart, befindet sich jetzt auf diesem T-Shirt hier. Und nun müsst ihr einfach nur runter zu eurem Kleiderschrank wieder gehen und das ganze Outfit ganz einfach abspeichern und schon habt ihr die Farbe vom T-Shirt verändert, beziehungsweise euch ein Logo von einem anderen T-Shirt auf ein anderes T-Shirt kopiert, Freunde. Der nächste Outfit-Glitch, den ich euch zeigen möchte, ist ein Glitch, wie ihr euch CEO-Outfits und MC-Club-Outfits abspeichern könnt. Das Ganze ist auch wieder mega einfach, allerdings braucht ihr hier an dieser Stelle die Hilfe von einem Freund. Und wenn ihr jetzt nun einen Freund habt, dann geht ihr jetzt nun ganz einfach zusammen auf irgendeine x-beliebige Yacht, also entweder auf eure Yacht oder auf die Yacht von eurem Freund, funktioniert auf beiden Yachten, Freunde. Okay, seid ihr hier nun angekommen, dann lädt euch euer Freund jetzt nun in seine Organisation ein und dann stellt ihr jetzt nun die CEO oder MC Club Outfits so ein, dass ihr jetzt nun das Outfit anhabt, welches ihr euch denn rausglitschen wollt. Ich werde mir hier in diesem Video auf jeden Fall das CEO Outfit rausglitschen mit der geilen Baba Panzerung hier, weil ich immer noch finde, dass das eben das geilste CEO Outfit ist, was es in GTA Online gibt. Und wenn euer Freund das jetzt nun gemacht hat, dann geht er mit dem Cursor jetzt ganz einfach auf CEO oder MC Club Organisation verlassen und dort wartet er dann. Und ihr geht dann ganz einfach in das Badezimmer von der Yacht und dann stellt ihr euch dort vor die Dusche, so dass ihr oben rechts die Meldung bekommt, drücke Pfeiltaste nach rechts, um jetzt zu duschen. Und sobald ihr jetzt nun die Pfeiltaste nach rechts gedrückt habt, beginnt eine Animation, dass ihr die Dusche betretet. Und sobald ihr diese Animation habt, sagt ihr eurem Freund jetzt Bescheid und dann drückt er die X-Taste, um jetzt nun die CEO oder MC Club Organisation aufzulösen. Und wenn ihr jetzt nun in Boxershort da unter der Dusche steht, Freunde, dann verlasst ihr ganz einfach wieder die Dusche. Und wenn ihr jetzt nun mit dem Duschen fertig seid und wieder gespawnt seid, dann werdet ihr jetzt nun merken, dass ihr immer noch das CEO bzw. das MC Club Outfit anhabt und dieses könnt ihr jetzt ganz einfach abspeichern gehen. Dafür könnt ihr ganz einfach hier den Kleiderschrank auf der Yacht benutzen. Auch wenn das die Yacht von eurem Freund ist, könnt ihr auch hier den Kleiderschrank von eurem Freund dafür benutzen. Ihr müsst dafür nicht in euer Apartment gehen oder in irgendein x-beliebiges Bekleidungsgeschäft. Das Ganze könnt ihr hier wirklich direkt auf der Yacht abspeichern und dann wäre der Glitch auch schon komplett fertig.
Als nächstes möchte ich euch einen weiteren kleinen Oldschool-Outfit-Glitch zeigen, und zwar wie ihr eine Maske zeitgleich mit einem Helm bzw. mit einer Mütze tragen könnt, bzw. wie ihr Mützen und Helme auf andere Outfits übertragen könnt, Freunde. Und dafür müsst ihr euch jetzt als allererstes mal das Outfit abspeichern, wo hinterher dann euer Wunschhut oder euer Wunschhelm draufkommen soll, und dann zieht ihr euch jetzt nun das Outfit an mit dem Wunschhut oder Wunschhelm, welchen ihr dann auf ein anderes Outfit transferieren wollt. Habt ihr das jetzt nun gemacht, dann begebt ihr euch jetzt nun zu irgendeinem Auto, und dann bleibt ihr jetzt nun vor dem Auto stehen, öffnet euer Interaktionsmenü und geht dann in Stil, geht dann auf das Outfit, und dort wählt ihr dann das Outfit schon einmal aus, auf dem gleich eben der Hut bzw. der Helm drauf soll. Und dann drückt ihr einmal die Pfeiltaste nach oben, um eben auf den Fallschirm zu gehen, und dann drückt ihr die Dreiecktaste, um in das Auto einzusteigen, und sobald nun euer Charakter mit dem Arsch auf dem Sitz sitzt, Freunde, drückt ihr die Pfeiltaste nach unten und die X-Taste, um das Outfit zu wechseln. Und nun könnt ihr ganz einfach das Interaktionsmenü schließen, dann steigt ihr aus dem Auto aus, und wenn ihr ausgestiegen seid, werdet ihr jetzt nun merken, dass ihr jetzt nun den Helm bzw. den Hut auf dieses Outfit transferiert habt. Und wenn ihr hier auch schon vorher eine Maske drauf gespeichert habt auf diesem Outfit, dann habt ihr jetzt hier auch nun einen Hut bzw. einen Helm und eine Maske zur gleichen Zeit auf. Und nun müsst ihr einfach nur noch hingehen und dieses Outfit in irgendeinem Bekleidungsladen oder in eurem Apartment ganz einfach abspeichern gehen. Beim letzten Outfit-Glitch, den ich euch jetzt hier in diesem Video zeigen werde, werdet ihr einen unsichtbaren Arsch bekommen, und ihr habt die Beine von diesen Alien-Outfits an, und drüber habt ihr dann ein T-Shirt an, was auf jeden Fall auch richtig cool aussieht, Freunde. Und dafür müsst ihr euch jetzt nun zunächst einmal eines dieser Alien-Outfits kaufen und dieses dann anziehen. Und wenn ihr das dann gemacht habt und so ein Outfit jetzt nun anhabt, dann öffnet ihr euer Interaktionsmenü, und dann geht ihr ganz einfach einmal in die Kategorie Stil, und dann geht ihr ganz einfach auf Aussehen bearbeiten. Das Ganze kostet euch zwar ein bisschen Geld, aber für ein cooles Outfit bezahlt man auch mal ein bisschen Geld. Okay, habt ihr das jetzt nun gemacht, dann werdet ihr jetzt nun in den Charakterbearbeiter reingeworfen, oder in die Charakterbearbeitung besser gesagt, da werdet ihr jetzt nun reingeworfen, und wenn ihr dort drinne jetzt nun angekommen seid, dann geht ihr jetzt nun ganz einfach auf die Kategorie Bekleidung, und dann scrollt ihr runter auf das Crew-T-Shirt, und dann sucht ihr euch jetzt hier an dieser Stelle ein Crew-T-Shirt aus, welches ihr gerne hier auf diesem Outfit haben wollt. Und jetzt werdet ihr an dieser Stelle auch direkt einmal merken, dass das Oberteil von diesem Alien-Outfit jetzt nun an dieser Stelle hier einfach verschwunden ist, und dass ihr jetzt nur noch die Beine von diesem Alien-Outfit hier anhabt und auch dieses Crew-T-Shirt, und dadurch entsteht eben ein riesiges Loch vorne und hinten, und ihr habt sozusagen einen unsichtbaren Arsch. Und nun müsst ihr das Ganze einfach nur noch abspeichern, kostet euch wie gesagt ein bisschen Geld, und dann müsst ihr halt ganz einfach abwarten, bis ihr wieder in einer Lobby in GTA Online angekommen seid. Seid ihr jetzt nun nach einer etwas längeren Ladezeit, weil ihr ja jetzt nun in eine öffentliche Lobby geworfen werdet, in GTA Online wieder angekommen, dann habt ihr jetzt immer noch dieses Outfit an, sprich ihr habt jetzt immer noch diesen unsichtbaren Arsch, und jetzt müsst ihr einfach nur noch in irgendein x-beliebiges Bekleidungsgeschäft oder in euer Apartment gehen und dieses Outfit dort ganz einfach abspeichern. Freunde, das waren jetzt nun alle Outfit-Glitches für heute. Ich habe noch ein paar mehr Outfit-Glitches aufgenommen. Ich kenne auch noch ein paar weitere Outfit-Glitches, die ich euch dann im nächsten Video zeigen werde, unter anderem wie ihr eine Duffelbag-Tasche bekommen könnt, und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Schreibt mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, welche Outfit-Glitches ihr denn jetzt im nächsten Video noch sehen wollt, und schreibt mir in die Kommentare auf jeden Fall, welchen Outfit-Glitch ihr hier in diesem Video am besten fandet. Außerdem lasst dem Video, wenn ihr noch nicht geliked habt, auf jeden Fall jetzt einen Like da, damit ich auch wirklich weiß, dass ihr Outfit-Glitches weiterhin hier auf meinem Kanal sehen wollt. Ich habe ehrlich gesagt Bock, weiterhin Outfit-Glitches für euch hochzuladen, beziehungsweise diese kleine Serie hier für euch fortzusetzen, und deshalb zeigt es mir auf jeden Fall, dass ihr es sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen richtig angenehmen Tag, und dann sehen wir uns heute Abend auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.